How the fuck I'm still up? Yeah, niggas don't speak my language. Niggas don't speak my language. Niggas don't speak my language. Stop playing. Yo, what's good up? Willkommen wieder back mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Es wird ein schnelles, quickes Video. Bin daheim, bin wieder back von Wien, aber bin nur 2 Tage hier und muss wieder zurück. Da kappen wir hier mal ein paar Dinge vor und hören wir auf zu schnacken und legen wir gleich los. Also im heutigen Video zeige ich euch ein paar Schuhe. Also ich zeige euch einfach, was für Schuhe ihr euch holen solltet für den Winter oder was für Schuhe ich mir holen würde. Wir fangen an mit einem Easy-Schuh, den sich jeder leisten kann und jeder holen kann, ob teure Varianten oder günstige Varianten. Das ist ein Sneaker, das ist kein richtiger Winterboot, aber es gibt schon welche Silhouetten, also es gibt schon welche Versionen von denen, die gut für den Winter gehen. Und das wäre für mich der Jordan 1er. Also ein Sneaker, der für den Winter geht, für mich ist ein High-Top Jordan 1er. Ich kann ein Beispiel zum Beispiel zeigen, weil der ist nochmal, der ist ganz nett, der Midnight Navy. Der ist ganz clean. Und den trage ich ab, Mann, im Winter. Geht schon gut klar. Übergang Herbst auf Winter geht der gut klar. Im Winter dickere Socken. Es geht schon, kann man schon gut rocken und der schaut ganz nice aus. Also, der erste Schuh, den ich empfehlen würde. Es gibt verschiedene Schuhe. Schaut euch einfach mal durch. Jordan 1er. High, aber nicht low. Ja, das war der erste Schuh. Was ich noch empfehlen würde, die Nocta. Die Hotstep 1 oder Hotstep 2. Nicht in weiß würde ich sie nehmen. Ich würde sie schon in Triple Black holen. Also Nocta. Hotstep 1, der erste, der rausgekommen ist, und der zweite. Dafür muss ich schon ein bisschen weglegen, weil der Release ist schon ein bisschen her. Aber zahlt ein bisschen 200-300 Euro drauf, halt, also 200 Euro drauf. Ich glaube, der kostet aktuell 350, wenn, dann blende ich es eh ein. Sowas kostet ein bisschen was, aber je nachdem, wie ihr wollt. Aber ja, es ist ein cleaner Schuh. Ich würde ihn in schwarz holen für den Winter. Schwarz nicht so eine schwierige Farbe, wie ihr wisst, weil weiß wäre ein bisschen zu kritisch. Also ja, das ist mal der nächste Schuh. Dann, ich habe es in einem anderen Video schon mal kurz gesagt gehabt, jetzt kommt wieder zu einem teureren Sneaker, zu einem LV-Trainer, aber ein LV-Trainer Maxi. Ich habe es bei Vinny gesehen, ich habe es bei einem Kollegen gesehen in Wien und online ein paar Bilder gesehen und ich selbst habe ihn nochmal angeschaut und der ist clean. Der ist geil, der ist schön, der schaut auch schon mit dieser Schlangentextur oder dieser Ledertextur, Krokodiltextur, schaut nochmal geil aus, ein Triple Black, also komplett Black, ist auch ein guter Schuh, auch zu empfehlen. Der kostet zwar ein bisschen mehr, nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Der tut schon in der Tasche weh. Ist, glaube ich, ein Taui 89 oder sowas. 89 oder ein Taui. Daher, da müsst ihr schon ein bisschen eher in die Tasche greifen. Also, derjenige, der das Geld hat, das wäre ein Schuh, den man sich holen kann. Der ist ganz clean. Kommen wir zu den Boots. Fangen wir an mit Doc Martens. Doc Martens, cleaner Boots, kann man nichts falsch machen. Ist kein teurer Schuh. Geht bis von 100 bis 200 Euro. Gibt sogar welche, die unter 100 sind, die clean sind. Da müsst ihr einfach durchschauen. Ich werde einfach mal einen verlinken oder einen einblenden halt. Ja, Doc Martens sind kleine Schuhe, geht immer. Und sind nicht teuer, also ein leistbarer Schuh. Und dann hätte ich für die eleganteren unter euch Chelsea Boots. Chelsea Boots kann man auch, egal wo, schaust du bei Zalando, About You, schaust du durch. Ja, Chelsea Boots gibt es überall. Kannst auch normal in der Store gehen, gibt es günstig. Von da, ich meine, ein bisschen zu teuer. Also die gibt von günstig bis teuer. Und sind kleine Boots für die bisschen eleganteren Leute da draußen. Ja, auch eine Empfehlung. Von den Chelsea Boots gehen wir rüber zu den Paraboot. Richtig geiler Stiefel. Ist ein richtig geiler Boot. Kostet ein bisschen was. Der fängt bei 350, glaube ich, an oder so. 350 bis 560 Euro. Je nachdem. Ähnelt ein bisschen vom optischen dieser Stussy Timberland Collabo. Die gibt es natürlich auch. Aber ja, ist ein cleaner schwarzer Schuh. Schaut richtig nice aus, schaut richtig clean aus. Also ja, auch eine Empfehlung. Ja. Kommen wir wieder zum Klassiker für den Winter. Timberlands. Ich habe mir selber jetzt auch zum allerersten Mal Timberlands bestellt. Ich wollte diese Vendetta Carter. Egal ob in der Original Butterfarbe oder in Black. Ich wollte sie unbedingt in Black. Ich habe aber keine Lust, den Retailpreis zu zahlen. Den Butter Timberland kriege ich von einem Kollegen geschenkt. Er hat einen zweiten und er schenkt ihn mir. Schaut er nicht, Bruder. Deswegen kaufe ich mir den nicht in der Originalfarbe. Deswegen kriege ich den. Deswegen wollte ich unbedingt diesen Vendetta haben. Ich hätte sogar überlegt, ihn zu kaufen in der normalen Farbe und nicht in Schwarz. Aber das Schwarze, der gefällt mir zu sehr. Dieses Glossy einfach.
Stattdessen habe ich mir jetzt einen normalen schwarzen bestellt. Soll eh bald kommen. Leider nicht möglich, dass ich den schwarzen Vendetta kriege. Aber der ist so clean. Ich will diesen Schuh. Also es ist schon möglich, aber ich habe keinen Bock jetzt das Geld weghauen für den Schuh. Weil der hat in Retail 2,50 gekostet, was super ist. Und jetzt in Resale kostet der 600, glaube ich. Und ich will ihn aber eigentlich. Vielleicht kommt es dazu und ich hole ihn mir. Aber jetzt habe ich mir schon einen schwarzen geholt. I don't know. Egal. Das waren mal ein paar Schuhe für den Winter. Ein paar Grails sind auch von mir dabei. Schauen wir noch, was wir zusammenkriegen noch. Wenn, dann werdet ihr sie mitbekommen, weil demnächst kommt eh bald, wenn ein paar Sachen schon angekommen sind, kommt mal so meine Pickups für den Winter. Hab schon ein paar Sachen geholt. Ja, ich hoffe einmal so hat euch das Video gefallen. Was für ein Schuh hat euch gefallen? Was für ein Schuh könnt ihr mir empfehlen? Alles da, alles easy. Schreibt es in die Kommentare. Aber ja, lasst ein Like da. Ganz wichtig, subscribe. Abonniert den Bruder hier. Weiterhin danke für den Support. Appreciate you all. Und wir sehen uns im nächsten Video.